Hallo und willkommen zurück zu Ballroom. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben tatsächlich jemanden gefunden, dem wir ein bisschen aus unserem Inventar verkaufen können. Was unter anderem den Vorteil hat, dass wir ein bisschen Geld in die Tasche kriegen. Und ja, also hauptsächlich, dass wir Geld in die Tasche kriegen. Mal sehen, einen Kürbis gar. Kürbis möchte ich eigentlich erstmal behalten. Sonst, was hättest du für einfach kaufen? Hemden, Leder, Öl. Damit können wir Fackeln herstellen, oder? Kaufen wir mal ein paar. Und Leinen würde ich auch. Oh nein, 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 nicht so viel. Ein bisschen Geld brauchen wir ja schließlich auch noch. Aber es ist schön zu wissen, dass wir unsere Waren gewinnbringend verscherbeln können. Zurück zum Schmied. Und der soll uns erstmal das Rüstungsschmieden beibringen, weil mit einer etwas dickeren Haut Lernpunkte 3. Toll, also können wir das Schmieden trotzdem nicht lernen. Oder wir könnten Bergbau und Schmelzen erweitern. Okay. Ist ja mal wieder typisch. Also würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf eine kleine Entdeckungstour. Was ist das hier? Wissen wir nicht. Finden wir heraus. Mit ein paar Spinnen werden wir ja wohl noch fertig werden. Und im Zweifelsfall... Ach, okay, das ist so ein Wisp-Vieh-Dingens. Auch damit werden wir klarkommen. Wie steht's denn? Wir haben ziemlich viel Durst und auch noch Hunger. Naja, glücklicherweise. Und dafür kriegen wir Melonensaat. Das hatte ich nämlich im Übrigen gehofft. Und Kürbissaat kriegen wir auch noch. Schön. So. Jetzt sind wir nicht nur satt, sondern auch guter Laune. Wo kommt der denn her? Okay, das... Huhu! Haben wir hier Cape eines Hexenmeisters. Okay, das ist ein Quest-Item. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. 21 Taler nehmen wir mit. Leder nehmen wir mit und eine Frostschriftrolle. Hätte ruhig ein bisschen mehr Lebensenergie geben können, wenn wir mal ehrlich sind, aber... Hat ja keiner gesagt, dass die Gegend harmlos wäre. Also müssen wir bereit sein, im Zweifelsfall ganz schnell stiften zu gehen momentan, weil ich möchte unsere Heiltränke jetzt nicht dafür verschwenden.
Glücklicherweise haben wir ja so einen Ort, zu dem wir uns zurückziehen können. Hahaha, das hätte ich mir eigentlich denken können. Dünger, ha? Naja. Was haben wir hier? Stiefel und Asche. Hm. Kann nicht schaden. Und wenn doch, dann... Ach, schön, wir sind Kräuterkundler. Und wenn es doch schadet, dann... Naja. Bleiben wir halt trotzdem vorsichtig. Das Schöne ist halt, dass wir jederzeit wieder nach Hause können, um uns zu regenerieren, wenn wir das wollen. Obwohl, es geht eigentlich, die Lebenspunkte-Regeneration. Ist an sich gar nicht schlecht. Einmal auf die Karte blicken. Oh, wir sind doch ganz schön abgedriftet dafür, dass ich eigentlich hier hin wollte. Naja. Macht nichts, sollte ja eine kleine Erkundung sein. Dementsprechend ist es eigentlich auch nicht so gut, allzu weit wegzustreuen. Was haben wir hier? Oh, ein Topaz. Riesige Heuschrecke. Phönixei und ein Bier. Wo ist unser... Oh toll, wir sind vergiftet. Mhm. Seien wir mal vorsichtig, ob wir sowas... Das wird verdammt lange dauern aufzuleveln, ha? Huh? Geschwindigkeit, Pflanzen. Hm. Stoppblutungen. Mit sowas hätte man sich vielleicht mal früher auseinandersetzen sollen. Ha? Stellt Mana wieder her. Stellt Gesundheit wieder her. Okay. Haben das Gift quasi ausgeschwitzt. Schreiben wir also relativ hoch auf unsere Liste drauf. Oh. Weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt so genau ansehen will. Ich würde mal sagen, eher nein. Wir gehen jetzt stiften und latschen den Weg wieder zurück. Oh. Und ich habe keinen Mana mehr übrig, um auf die Viecher zu schießen. Hm.
Mann, haben die ein Glück. Und wir mischen uns dann zu Hause direkt mal ein paar neue Tränke. Sollten uns wahrscheinlich... lieber kein Bier. Ein Bär. Bei dem aktuellen Zustand hatte ich da nicht so sehr die Lust drauf, mich jetzt auch noch mit dem anzulegen. Wäre eventuell ein bisschen ungünstig für uns ausgegangen. Deswegen hin und wieder lieber mal stiften gehen. Ich hatte ja mal die Frage offen, ob Bäume nachwachsen. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn ich da irgendwann mal drauf geachtet hätte. Versuchen wir uns mal den zu merken. Ich wollte im Übrigen was essen. Um unsere Regeneration auch wieder herzustellen, aber... Falle? Okay, dann halten wir uns davon doch lieber erstmal fern. Vor allem, wenn wir nur eine 30%ige Chance haben, das Ding zu deaktivieren. Ein bisschen mehr Zeug kann definitiv nicht schaden. Was war das? Dalantium-Erz. Okay. Wenn die uns beim Klauen erwischen, gibt's natürlich Ärger, also... haben wir hier Karottensaat. Naja, es ist vielleicht auch ein kleines bisschen besser als stehlen. Kürbissaat haben wir. Hühnereier produzieren wir wahrscheinlich demnächst selber. Leere Ölflasche, Teetasse, Kuchenteig. Lass mal gut sein. Mal schauen, ob ich jetzt so auf Anhieb nochmal den Viehzüchter aufgespürt kriege. Ich bezweifle es jetzt allerdings irgendwie auch. Nee, doch. War das Dudley? Ach nein, das ist unser Kumpel, mit dem wir Ruinen erforschen wollten. Was wir jetzt ganz bestimmt erstmal noch nicht tun werden. Osric war's, genau. Oh, Farm Training. Hühnchen. Dünger, Fleisch, Tee. Weizen, Karotten, Knoblauch, Zwiebel.
Davon hätte ich gerne die Saat, aber wie viel kostet uns ein Huhn? Wir expandieren. Und wo es jetzt eh dunkel wird, geht's auch ab nach Hause. So. Spezialzäune, wo hatten wir es? Ja, okay, war die andere Richtung. Da, Dekorationen. Muss an einer Wand angebracht werden. Das erklärt natürlich einiges. Zu schade natürlich, dass wir hier keine Außenbeleuchtung anbringen können. Aber manchmal muss man sich mit dem zufrieden geben, was man hat. So, Inventar. Ah. Hatten wir schon zwei? Ah, Eier werden hier drin. Aha, die Hühner sind sehr kooperativ. Der Trog reicht beim jetzigen Bestand noch für 4 Tage. Ich denke mal, so lange werden wir die Hühner nicht damit quälen müssen, nur auf Mais rumzukauen. Beinahe gewachsen. Beinahe gewachsen. Gewachsen. Und da wir auch ein bisschen Dünger haben, könnten wir ja zum Beispiel unsere Karotten vor der nächsten... für die nächste Saat einfach mal düngen. Vielleicht erhöht das die Produktion. Beinahe gewachsen, okay. So, verschwenden wir doch einfach mal eine Fackel. Weil wir können es uns leisten. So, Karottensaat. Und damit wir unser Vieh weiter versorgen können. Dann... Werkzeuge. Das Ganze natürlich noch ordentlich gegossen. Und weil wir natürlich so furchtbar ordentlich sind, das Ganze hier drüben auch nochmal. Es ist durchaus vernünftig, dass die Anzahl der Farmfelder an die Fähigkeit gekoppelt ist. Wäre doch schon heftig unfair, wenn wir jetzt direkt am Anfang 2 Millionen Felder hier anlegen könnten. Bedenkt man, was ich so in Stardew Valley gebastelt habe. Materialien, Dünger. Wir haben wahrscheinlich nur deshalb nur vier Dünger, weil ich die irgendwo hingelegt habe. Würde ich jetzt mal wetten. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo. Hier war es nämlich nicht. Aha! Hier hatten wir nochmal 4 Dünger. Und Stein.
kann mal jemand dem Wolf sagen, dass der uns mal überhaupt nicht beeindruckt? Ja, Karotten. Obwohl, dann tauschen wir die Saat einfach mal ganz kurz aus. Können wir die nämlich hier mit reinlegen. Aber nochmal magisch. Wo haben wir die bloß gefunden, frage ich mich gerade. Melonensaat haben wir auch noch. Ist auch voll. Die Sachen nehmen wir jetzt alle mal mit. Die hier auch, weil wir wollten uns ja eh noch in unsere kleine Alchemistenküche stellen. Wie geht's uns eigentlich? Oh, wir sind schon ziemlich übermüdet und auch ziemlich ausgehungert. Okay, wir kennen noch keine Rezepte. Dann gibt es jetzt noch ein schnelles Abendessen. Hunger 10%. Wir sind bei 71. Kürbissaat sollte nicht so weit oben liegen. Was ist das? Hm. Gut. Hm. Sehen. Dafür haben wir zu wenig. Ah, okay, wir könnten ein eigenes Rezept erschaffen. Naja, das ist momentan nicht wirklich beeindruckend, was wir so zusammen köcheln könnten. Ah, okay, wir müssen noch kochen lernen. Oh, passt natürlich, dass der Timer jetzt losgeht. Okay, diesen Albtraum nehmen wir aber auf jeden Fall noch mit. Der Froschkönig? Tag. Ich sehe einen großen Frosch vor mir stehen. Ich fühle mich irgendwie in seiner Gegenwart sicher. Ich denke, ich muss mit dir reden. Dann sprich. Wo bin ich? In einem Traum. Wie kann ich aufwachen? Wir müssen einfach nur reden. Warum habe ich diese seltsamen Albträume in letzter Zeit? Die Vergangenheit versucht dir zu helfen. Mach dir keine Sorgen. Alles wird dir klar werden. Du musst nur geduldig sein. Okay. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.